Hallo auf Schloss Montabaur, wir sind hier bei der ADG und sprechen heute über das Thema schlanke Produktion. Über dieses Thema sprechen wir heute mit unserem Dozenten Tom Sauer, er ist Geschäftsführer bei der Deutschen Servicegesellschaft für Finanzdienstleister. Vielen Dank für Ihr Kommen. Erste Frage an Sie, Herr Sauer, wie sieht denn ein optimales Verhältnis bei einer schlanken Produktion von Zeit, Kosten, aber auch Qualität aus? Nun, diese drei Anforderungen stehen in einem natürlichen Abhängigkeitsverhältnis, sehr häufig natürlich in Konkurrenz. Ja, wir diskutieren da immer wieder, dass eine notwendige Qualität Zeit braucht und damit Kosten verursacht. Nach unserer Erfahrung hängt die Optimierung von der klaren Entscheidung, nicht nur was hat Primat in diesem Dreieck ab, sondern auch wie definieren Sie denn insbesondere den Begriff Qualität, was heißt das eigentlich? Und das ist eine Entscheidung, die trifft jede Bank für sich und auch der Dienstleister letztendlich im Auftrag des Kunden. Wir verstehen Qualität nicht nur in der Qualität für die Produktion im Output, also das, was wir dann liefern, sondern wir verstehen Qualität auch im Sinne von Umsetzung und Definition der Prozesse. Das heißt im Ergebnis, wenn wir weniger Anfassungen haben bei der Produktion einer Baufinanzierung oder eines beliebigen Auftrages, wenn wir dann im Ergebnis in der Endkontrolle keine oder weniger Fehler haben und nicht nacharbeiten müssen, haben wir automatisch kürzere Zeiten, Bearbeitungszeiten und damit effiziente Kosten. Darüber hinaus ist es natürlich sehr wichtig, das Qualitätsniveau zu definieren und zu fragen, was heißt denn das? Wir reden darüber, wie kommen wir über Kunst in der Marktfolge, ich bin jetzt mal etwas salopp und ganz bewusst auch zugespitzt in dieser Frage, wie kommen wir von der Kunst über die Manufaktur zu einer effizienten Produktion, ohne das Qualitätsmomentum zu verlieren. In dieser Frage sind sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben, kosteneffizient zu arbeiten, wenn man sich da sehr intensiv Gedanken macht und das Qualitätsniveau auf das notwendige Maß und nicht das mögliche Maß anpasst. Aus Ihrer Erfahrung heraus, Herr Sauer, haben die meisten Banken schon ein Mess- und Steuerungssystem, um eben messen zu können, ob die Prozesse optimal laufen und die Kosten beispielsweise auch sehr niedrig gehalten sind? Wir sehen, dass die Banken ein sehr ausgezeichnetes Steuerungs- und Messinstrument haben in ihrem konventionellen Geschäft. Kommen wir in das Feld der Produktionsbank oder sogenannten Produktionsbank, wofür wir ja heute hier sind, haben wir sehr differenzierte Erfahrungen. Da ist es meistens nicht so exzellent aufgestellt. Sehr häufig verfügen die Banken und Mandanten über eine ganze Reihe von Informationen, haben aber noch keinen Zugriff oder nicht ausreichenden Zugriff, um diese Informationen auch für eine Steuerung verwertbar aufzubereiten. Es gibt auch Situationen, wo wir feststellen, dass diese Informationen über Stückzahlen, Produktionsmengen, Durchlaufzeiten, Bearbeitungsqualität, Recheckkosten, ja, gerade wenn wir das Thema harte Schnittstelle zwischen Markt und Marktfolge antreffen, nicht vorhanden sind, weil die Messpunkte nicht definiert sind. Sehr häufig finden wir eine auch aufsichtsrechtlich getrieben gute Dokumentation der Prozesse, die darauf aufsetzenden Messinstrumente und dann auch Steuerungsinstrumente sind in der Regel nicht so gut ausgeprägt, wie wir das aus anderen, wie zum Beispiel den Kernbankensystem für Zinsbuch oder Kreditbuch kennen. Welchen Beitrag spielt die schlanke Produktionsbank bei der nachhaltigen Ertragssicherung von Banken? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Letztendlich ist es ja die Daseinsberechtigung für das, was wir Produktionsbank nennen. Mhm. Ja? Also die Produktionsbank, ganz pauschal gesagt, soll für die Vertriebsbank einmal die Abwicklung sicherstellen, und zwar in der Qualität und auch fachlichen Expertise, die da nötig ist, um überhaupt Geschäft zu ermöglichen. Und dann natürlich noch mit einer Kostentransparenz und marktadäquaten Kosten. Für die Steuerungsbank muss sie nicht nur Preise, sondern auch Transparenz über die Produktion sicherstellen. Und letztendlich, wenn wir uns die Herausforderungen, die Sie mit Ihren Vorständen diskutieren, anschauen, im wirtschaftlichen Umfeld, im regulatorischen Umfeld, die Notwendigkeiten, die bei der Tesorierung der Gewinne für die Dotierung der Eigenkapitalanforderungen notwendig sind und so weiter, das können wir jetzt noch eine ganze Weile fortsetzen. Wenn wir das mal zusammenfassen, glaube ich, dass von einer Produktionsbank erwartet wird, dass man vom Stand heute aus eine permanente Weiterentwicklung hat in der Kosteneffizienz. Kosteneffizienz heißt kürzere Bearbeitungszeiten auf die Aufgaben, die man stellt, eine Weiterentwicklung der Produkte, indem man sich fragt, nicht, was ist das
was kann man leisten, sondern was ist das, was auch wertschöpfend am Markt durch Kunden bezahlt wird und was ist möglich, um die Margen, die heute im Wettbewerbsumfeld und vielleicht regulatorisch noch zugelassen werden, auch zu ermöglichen. Also insofern ist da die Dienstleistungsfunktion der Produktionsbank, glaube ich, im Vordergrund. Und sie sollte für die Zukunft ein wesentlicher Beitrag sein, um die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen für die Mandanten und Institute zu leisten und auch sicherzustellen. Und das setzt voraus, ein kontinuierlicher und nachhaltiger Prozess wird. Herr Sauer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.